Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute zeige ich euch, wo ihr überall in Mondstadt das Lampenkraut finden könnt. Das sind einfach alle Blumensymbole hier im Hintergrund. Also ich zeige euch einmal die große Ansicht davon. Also hier oben sind die äußersten und dann der Rest ist näher an der Stadt daran. Und wir gucken uns das Ganze aber genau natürlich noch im Detail an, wo ihr sie genau finden könnt an den einzelnen Positionen. Und aktuell braucht ihr Lampenkraut für den Aufstieg von Figuren wie Diluc, Fischl und Amber. Als erstes sind wir jetzt hier in der Nähe der Falkenküste, zwischen Windstiege und Falkenküste. Hier ist auch direkt ein Teleportationspunkt, also das Ganze ist eigentlich mehr oder weniger schon geschenkt, weil man muss einfach nur sich hier hin teleportieren und dann sieht man es eigentlich eh schon. Lampenkraut einfach runterspringen. Nummer 1, 2 und 3. 4, 5 und 6. Dann die nächste Position ist beim Tempel der 1000 Winde. Dafür könnt ihr euch hierhin teleportieren, theoretisch auch hierhin oder hierhin, könnt ihr euch aussuchen. Alle drei Punkte, Teleportationspunkte sind leider relativ weit entfernt davon. Aber hier gibt es eine Menge Lampenkraut, das man auf einen Schlag einsammeln kann. Und ich würde euch übrigens auch empfehlen, die Saatschachtel auszupacken, weil dann könnt ihr noch zusätzlich die Lampenkrautsamen sammeln und die dann in eurer Kanne der Vergänglichkeit entpflanzen. Nächste Position ist auch wieder relativ nervig. Ihr könnt euch hierhin teleportieren oder hierhin. Hier müsst ihr klettern, hier müsst ihr sehr weit laufen. Beides ist nicht so ideal. Und dann müsst ihr quasi, wenn ihr bei der Sphäre seid, hochklettern. Und dann hier kurz vor der Klippe von der Sphäre sind dann die Lampenkräuter. Dann könnt ihr hier runterspringen. Dann sind hier am Wasser noch zwei, was ein sehr ungewöhnlicher Spot, glaube ich, für Lampenkraut ist, weil normalerweise würde man hier eher mit sowas wie Wasserlilien rechnen. Eine weitere Location ist hier, das habt ihr vielleicht vorher möglicherweise übersehen, und zwar zwischen dem Weingut Morgenröte, dem großen See und dann quasi Liyue. Also dieser Teil hier ist ja so die Übergangsphase von Mondstadt zu Liyue. Und hier befinden sich auch noch ein paar Lampenkräuter, auch in der Nähe des Wassers, aber diesmal, naja, nicht direkt am Wasser. Drei Stück. Dieser Ort ist wirklich sehr einfach zu erreichen im Vergleich zu manch anderen. Hier haben wir diesen Teleportationspunkt unter Wolfenlauf und müssen, ich meine, man sieht sofort, wenn man sich hin teleportiert schon, einfach nur ein Stück geradeaus laufen und hier die Lampenkräuter einsammeln. Dann haben wir den nächsten Hotspot oder unseren ersten richtigen Hotspot hier zwischen dem verschneiten Pfad, also Drachengrat und Windstieg. Hier ist der Teleportationspunkt ziemlich angenehm. Wüsste nicht, warum man den anderen nehmen sollte. Und dann sind unsere ersten Lampenkräuter diesmal so ein bisschen versteckt. Und zwar sind die hier auf so einem kleinen Vorsprung in dieser Schlucht. Ja, also kommt man wahrscheinlich nicht so einfach drauf. Sieht man halt, wenn man drüber gleitet. Aber von unten würde man es tatsächlich nicht sehen. Und dann kann man hier einfach die Route mehr oder weniger ablaufen. Vorsichtig, damit man nichts übersieht. Also mir geht es halt oft so beim Farmen, dass ich dann mal hier oder da den einen oder anderen Spot tatsächlich übersehe. Vor allem beim Lampenkraut ist es tatsächlich schon so, dass es ein bisschen versteckt ist. Ja, hier zum Beispiel. Jetzt war ich mir nämlich auch unsicher, weil da meine Markierung war, aber jetzt habe ich es auch nicht gesehen. Genau. Also ja, aber wenn man es ein paar Mal abgelaufen ist, dann irgendwann hat man es normalerweise drauf. Das waren jetzt quasi drei Markierungen und drei Lampenkräuter. Genau. Ja, die Gegner sind natürlich auch ein bisschen nervig. Ich besiege sie meistens nicht, weil ich brauche keine Ressourcen von denen und dann ist das für mich mehr oder weniger Zeitverschwendung. Vor allem Illichole, da habe ich so viele Ressourcen, das ist abnormal. Genau, jetzt fehlt uns noch eins hier unten. Hier ist es. Und das war's. Also eigentlich ziemlich einfach abzulaufen. Das erste habe ich leider übersehen, aber danach easy. Diese Markierung hier in Mondstadt ist tatsächlich kein Fehler gewesen, nein. Bei Flora könnt ihr tatsächlich auch Lampenkraut kaufen. Im Endeffekt zeigt sie ja schon, was sie verkauft. Ich persönlich empfehle das eigentlich nicht mehr wirklich in meinen Videos, weil ich meine, es kostet halt tatsächlich 5000 Mora und gut, 5000 Mora ist nicht viel. Aber man muss schon dazu sagen, eigentlich ist es relativ unnötig, weil 5 Stück ist, naja, ziemlich wenig. Man braucht 168 für einen Charakter, also bringt 5 jetzt nicht wirklich viel. Außerdem dauert es 3 Tage, bis sich dieser Shop hier aktualisiert. Also man kann nur alle 3 Tage 5 Stück kaufen. Und wenn man mit der Saatschachtel farmt, kriegt man mittlerweile eigentlich so viele Ressourcen in kürzester Zeit, dass man es eigentlich nicht wirklich nicht hat. Als nächstes kommen wir dann zum Flüsterwald, der auch schon vom Spiel empfohlen wird, dass man hier gut Lampenkraut findet. Und ja, ist auch so. Also hier findet man tatsächlich sehr gut Lampenkraut. Die ersten beiden Positionen direkt nebeneinander.
auch in der... Naja, gut, nicht ganz in der Nähe von einem Teleportationspunkt, aber nicht unweit eines Teleportationspunktes. Genau, dann haben wir einen Wasserlilien-Spot und direkt daneben dann Lampenkraut. Zack, zack, zack. Dann einmal kurz die Seite wechseln und dann lächelt uns das Ganze eh schon hier durch die Bäume an. Auch hier muss man wieder ein bisschen aufpassen mit den ganzen Büschen und so. Da kann man auch was übersehen im schlimmsten Fall. Naja, aber normalerweise sollte das schon gut gehen. Dann einmal kurz hochgehen. Die Schleime ignorieren. Zack, zack. Hier war der Legendenauftrag von Klee. Und das war's. Wir sind in den Dvalins Ruinen angekommen. Die Spots hier sind nicht so gut für Lampenkraut. Aber es gibt Lampenkraut. Das heißt, wenn ihr Lampenkraut braucht, dann ja, findet ihr es hier. Einmal auf der einen Seite des Ufers. Und dann noch kurz auf die andere Seite. Findet ihr noch ein bisschen was. Ist fertig, Glanzkronenschlucht, Teleportationspunkt, gerade auslaufen, von der Klippe springen und Lampenkraut genießen. Ja, und dieses Gebiet hier zwischen Wolfenlauf und der Glanzkronenschlucht, das hat nicht wirklich einen Namen. Also ja, es ist immer noch Wolfenlauf wahrscheinlich. Hier haben wir drei Positionen insgesamt, die beiden hier und dann noch da oben. Das heißt, die kann man eigentlich alle mit einem Run machen. Das heißt, einmal zu dem Teleportationspunkt, zu dem ich mich auch gerade hin teleportiert habe. Ups. Genau, haben wir alle bekommen. Dann ein bisschen höher gehen, hochklettern, vorbeilaufen, wie auch immer. Dann haben wir hier dreimal Lampenkraut und dann müssen wir noch ganz nach oben. Wir noch ein einsames, verlassenes Lampenkraut. Auch wieder ein eher nerviger Spot. Hin teleportieren zu der Sphäre, dann bleibt dann nichts anderes übrig als ein bisschen klettern und sehr viel laufen. Und dann kommt man hier nochmal an einem halbwegs guten Spot mit Lampenkraut an. Und last but not least, ich würde mich hierhin teleportieren, dann hier rüberlaufen, dann könnt ihr dieses Stellen alle auf einmal abholen in Wolfenlauf. Es fängt hier oben, wie gesagt, an. Und ja, sonst müsste man halt klettern. Also wenn man unten anfängt, dann muss man halt klettern. Ich persönlich bin ein absoluter Kletterhasser, deswegen ja, würde ich das niemals machen. Und deswegen solltet ihr das auch nicht machen. Genau. Also relativ einfach hier einfach den Weg entlang laufen. Genau, auf der anderen Seite geht es weiter. Bei dem Baum hier. Zack, zack, zack. Und dann noch ein bisschen den Weg entlang. Und dort finden wir dann unser letztes Lampenkraut für dieses Video. Ich habe wie immer nicht mitgezählt. Yippie. Ich wollte es eigentlich diesmal machen, sonst habe ich es wieder vergessen. Aber es dürfte auf jeden Fall einiges sein, so 60, 70 oder so. Hier nochmal, zack, zack. Und gut, im letzten habe ich mir nicht mal mehr eine Markierung gegeben. Aber gut, das ist ja direkt daneben. Zack. Und das war's. Das war Lampenkraut in Mondstadt. Also das müsstet ihr eigentlich maximal zwei, höchstens dreimal machen müssen, um einen kompletten Charakter eben hier mit Lampenkraut versorgen zu können. Wie gesagt, nehmt die Saatschachtel mit, sammelt die Samen und pflanzt das ganze Zeug in eure Kanne der Vergänglichkeit noch zusätzlich ein. Dann habt ihr sowieso kein Problem, weil dann kriegt ihr noch dick extra Lampenkraut. Und damit war es das mit dem Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.